Im vorigen Video hat sich Janina Loh mit ethischen Grundbegriffen im Kontext des autonomen Fahrens auseinandergesetzt. Ein ganz anderes Feld, das sich auch sehr stark mit Robotik beschäftigt, ist die Sexindustrie. Was früher die Pornomagazine und die Sextoys waren, sind heute übers Internet vernetzte Roboter. Und diesen Robotern wird sehr, sehr viel zugeschrieben, aber eigentlich ist sehr wenig über sie bekannt. Im folgenden Video erhalten Sie einen Überblick zum Stand der Technik im Feld der Sexrobotik und beschäftigen sich mit ethischen Fragestellungen, wie zum Beispiel der Verweigerung. Hat auch ein Sexroboter einen Moralkodex? Darf, soll oder muss ein Sexroboter auch Nein sagen können? Und zum Dritten würde ich Ihnen noch den Bereich der Sexrobotik vorstellen, der für die allermeisten vermutlich immer noch so in den Bereich der Science Fiction gehört. Aber in der Tat ist es, manche würden sagen, leider alles andere als Science Fiction, sondern es gibt derzeit in einigen Ländern, also vor allen Dingen in den USA, aber auch im asiatischen Raum, gibt es einige Companies, die jetzt schon also ganz klarerweise Sexroboter verkaufen. Bekannt, ich habe Ihnen hier einige bekannte Beispiele angeführt. Einmal 2010 der Roboter Roxy, der weltweit erste Sexroboter war. Alles, was ich Ihnen hier an Informationen mitteile, habe ich von der Homepage. Also Sie können sich das sehr schnell auch selber anschauen. Das ist nichts, was ich mir in irgendeiner Form selbst ausgedacht habe. Roxy kann auf der einen Seite in der Interaktion mit ihren NutzerInnen eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Zumindest heißt es so auf der Homepage. Sie soll auch in der Lage sein, sich nach der Wahl einer der 5 vorprogrammierten Charaktere in irgendeiner bestimmten Weise zu verhalten. Und jetzt halten Sie sich fest, was sind das für vorprogrammierte Charaktere? Die haben tatsächlich Namen und wieder, das ist nicht von mir ausgedacht, die heißen tatsächlich so, Wild Wendy, SMM Susan, Mature Martha, Frigid Farah und Young Yoko. Ihr aktueller Preis liegt bei ungefähr $10.000. Und offiziell gibt es auch eine männliche Variante namens Rocky, über die man aber sehr wenig leider nur im Internet finden kann. Eine zweite sehr bekannte Kreation ist Real Dolls Sexroboter Harmony, der sehr ähnlich wie Roxy beschrieben wird, als, wie es hier heißt auf der Homepage, perfekte Gefährtin. Auch Harmony kann in einem minimalen Sinne zumindest durch Interaktion lernen und sich auf die Bedürfnisse ihrer NutzerInnen einstellen. Und auch Harmony hat wohl 10 vorprogrammierte Charaktere, die aber zumindest keine so schillernden Namen haben wie die von Roxy. Sie kostet derzeit um die 5.000 € und es soll sowohl eine männliche sowie eine Transgender-Version von diesem Sexroboter auch geben. 2 weitere interessante Fälle sind einmal der Sexroboter Samantha, der über ähnliche Features verfügt wie Roxy und Harmony und der, so heißt es zumindest von demjenigen, der sie kreiert hat, über einen sogenannten Moralkodex verfügen soll. Und zwar allein deswegen, weil sie Nein sagen kann. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Und schließlich, und auch das ist ein einigermaßen interessanter Fall, ist der Sexroboter Kylie, der aufgrund überdimensioniert großer Brüste auch als Kuh Kylie bekannt ist. Einigermaßen schnell können Sie hieran sehen, warum das Ganze philosophisch und ethisch interessant bzw. problematisch ist. Denn in Sexrobotern wie den genannten und auch sehr schön veranschaulicht an diesen 5 vorprogrammierten Charakteren von Roxy, werden höchst fragwürdige Geschlechterstereotype deutlich, zwar aufrechterhalten und heteronormative, patriarchale, instrumentalisierende und diskriminierende Machtstrukturen bestätigt. Natürlich haben darauf vor allen Dingen auch FeministInnen geantwortet, aber natürlich nicht nur FeministInnen, sondern der erste Punkt, den ich hier genannt habe, der gilt ganz allgemein, egal ob man sich selbst als Feministin bezeichnen würde oder nicht. Feminismus heißt aber jetzt nicht einfach nur eine Haltung oder eine Meinung. Und ich habe Ihnen hier 2 Beispiele mitgebracht, die Ihnen verdeutlichen sollen, dass es sehr unterschiedliche Positionen innerhalb der feministischen Debatte über Sexroboter geben kann. Sehr bekannt ist Kathleen Richardson, die 2015 die Campaign Against Sex Robots ins Leben gerufen hat und ein sogenanntes radikal-feministisches Argument vertritt, das sich generell per se gegen alle Sexroboter richtet. Sie ist der Ansicht, dass Sexroboter, egal welcher Couleur, Teil einer größeren Kultur der Ausbeutung und Objektifizierung sind, wodurch eine Kultur der Vergewaltigung, eine Rape Culture, bestärkt und der Handel mit Sex normalisiert wird. Kathleen Richardson ist also der Ansicht, dass egal wie man Sexroboter baut, die immer die oben genannten patriarchalen und instrumentalisierenden und diskriminierenden Machtstrukturen verstärken. Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, wäre sozusagen eine Absage an Sexroboter beziehungsweise ein Verbot eines Baus von Sexrobotern. Es gibt aber andere feministische Positionen, wie die beispielsweise der australischen Schauspielerin und Sexkolumnistin Vanessa Delargy, die so ein sogenanntes liberal-feministisches Argument vertritt, die sagt, Sexroboter würden eigentlich Frauen gerade neue Möglichkeiten geben.
Und zwar, weil dann Männer ihrer Ansicht nach ihre sexuellen Bedürfnisse, die vielleicht auch gewalttätige Bedürfnisse sind, sich eher eben an den Sexrobotern ausleben als an menschlichen Frauen. Sie spricht hier aus trauriger oder leidvoller Erfahrung. Sie ist selbst vergewaltigt worden und lebt ihre Erfahrung oder ihre Erlebnisse in einer Show. Every Orgasm I Have is a... ich kriege den Namen nicht mehr zusammen. Es ist ein sehr langer Name, den diese Show hat. Aber sie sagt, sie ziehe es vor, Zitat, wenn eine Person die eigene Vergewaltigungsfantasie mit einem Sexbot auslebt und nicht mit einem Menschen. Das mag auf der einen Seite seltsam klingen. Auf der anderen Seite kann man dieses Argument aber auch sehr gut übertragen auf den Bereich der Medizin, Therapie und Pflege, wo es derzeit tatsächlich einige Ansätze gibt, Sexroboter gerade im Bereich der Therapie, im Umgang mit Traumapatientinnen und beispielsweise im Bereich der Pädophilie-Therapie einzusetzen. Das ist beispielsweise, und ich bin keine Medizinerin, deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle leider über den Erfolg dieser Ansätze nicht besonders viel sagen. Aber de facto wird hier der Versuch unternommen, mit Sexrobotern beispielsweise in der Pädophilie in Form von Kindergestalt da zu anderen Ergebnissen zu gelangen und den Menschen, die davon betroffen sind, zu helfen, mit ihren, wie auch immer, pädophilen Bedürfnissen in irgendeiner Form umzugehen. Wenn man nicht gerade sich mit dem Tabuthema der Pädophilie auseinandersetzen möchte, kann man aber auch ganz allgemein sagen, naja, Sexroboter ermöglichen es vielleicht manchen Menschen, die bestimmte körperliche Einschränkungen vielleicht auch haben, ihre sexuellen Bedürfnisse erstmals anständig auszuleben. Und schlussendlich gibt es auch misanthrope Menschen, die keine Lust auf andere Menschen haben. Und warum sollte es denen nicht gestattet sein, ihre sexuellen Bedürfnisse eben mit einem Roboter auszuleben? Natürlich hat ein Roboter nicht dann allein schon einen Moralkodex, nur weil er Nein sagen kann. Im Gegenteil könnte man das Nein dieses Roboters gerade als Einladung verstehen, sich über dieses Nein hinwegzusetzen und Vergewaltigung als ganz normale Form sexueller Bedürfnisauslebung zu definieren. So, wenn Samantha, dieser Sexroboter Samantha, wirklich einen Moralkodex haben sollte, dann sollte sie zumindest in irgendeiner Form in der Lage sein, diesem Nein auch Taten folgen zu lassen. Also sich tatsächlich sollte dann die Person sich über das Nein hinwegsetzen wollen, das Nein entweder zu erläutern oder aber in irgendeiner Form körperlich das Nein zu bestätigen. Das ist wiederum etwas, was die Unternehmen, die Sexroboter verkaufen, vermutlich nicht wollen. Wer will denn einen 10.000 Euro teuren Sexroboter kaufen, nur damit der vielleicht irgendwann sagt, nee, heute habe ich keine Lust auf dich oder ich finde deinen Nachbarn viel interessanter als dich. Das ist vermutlich etwas, was die Unternehmen, die Sexroboter verkaufen, nicht besonders gut finden würden. Deswegen werden die meisten Unternehmen, die Sexroboter bauen, nicht ernsthaft daran interessiert sein, ihren Robotern in irgendeiner Form einen ernstzunehmenden Moralkodex zu implementieren. Weil der eben dazu führen könnte, dass der fragliche Roboter dann zu mancher Zeit irgendwie sagt, nee, keine Lust. Oder ganz generell sagt, du hast jetzt da die 10.000 Tacken für mich ausgegeben, aber Entschuldigung, ich möchte heute nicht oder ich habe ganz generell keine Lust auf dich. Wie gesagt, das ist etwas, was die Unternehmen hier höchstens als Feigenblatt anführen können, aber nicht in einem ernst gemeinten Sinne wirklich einem Roboter implementieren können, wollen können. So.